Hi Leute und willkommen zurück zu Super Mario Sunshine aus Super Mario 3D All-Stars. Wir sind immer noch dabei, hier die Aufgaben im ersten Level in Monte Bianco, heißt er, glaube ich, zu erledigen. Sind wir mittlerweile genau bei der fünften Aufgabe. Mutant Tyranna schlägt zurück. Oha, das ist, glaube ich, die fleischfressende Pflanze, die wir schon auf der Windmühle besiegt hatten. Und sie hat ja wieder ordentlich rumgeschleimt. Da hat man auch noch eine blaue... Wo ist er denn jetzt? Da hat man auch noch eine blaue Münze gesehen. So, ich habe mal geguckt, wie man sich schnell bewegen kann. Und der schnellste Move ist anscheinend, sich auf den Bauch zu legen. Oder auf dem im Rennen halt, wie sagt man, diesen Bauchflatscher da auszuführen und dann direkt wieder abzuspringen. Und das immer wieder hintereinander. Damit habe ich gerade schon mal ein bisschen rumprobiert. Damit kommt man tatsächlich ganz gut durch die Gegend. So, ich wollte aber eigentlich noch... Ach Gott, ich muss wieder in die Steuerung reinkommen. Ey, die ist echt ein bisschen tricky in Sunshine, muss ich sagen. Damit habe ich jetzt auch nicht so gerechnet. So, jetzt sehe ich auch gar nicht so genau. Befinde ich mich jetzt auf dem Seil? Ja. So. Okay, okay, okay. Wir können das auch so erledigen, aber ich wollte auch mal das hier ausprobieren. Ah, genau, so kriegt man nämlich auch ganz schön viel von diesem Zeugs weg. Also, man kann einen Rückwärtssalto machen, wenn man in der Luft nochmal diese Kombination R und dann springen drückt. Dann sprayt er weitflächig vor sich Wasser hin. Okay, okay. Ja, es sind so ein paar Feinheiten. Und die muss man sich auch erst gewöhnen im Laufe des Spiels. So, hier drin, also ich wollte noch zwei Sachen erledigen erstmal. Hier drin war ja noch so ein rotes M gewesen. Und da kam ja eine blaue Münze raus, die ich noch nicht gefunden habe. So. Nein, ich wollte eigentlich auch gar nicht hier rein. Ich wollte von oben sprayen. Kommt man von hier aus darauf? Ja, es ist schon okay. Mit so einem Walljump geht das dann schon. So, kommen wir da dran. Dann können wir nämlich mal ein bisschen genauer gucken. Ah, nee, ich musste... Nee. Hm. Die Steuerung, Hilfe! Kommen wir nicht von hier oben da dran? So, jetzt kommen wir aber dran. So, auf welcher Seite ist das denn jetzt und in welcher Ecke? Boah, ich sehe nichts. Es war in irgendeiner Häuserecke drin. Es könnte doch auch, dann ist es wahrscheinlich hier auf der anderen Seite irgendwo, oder? Ist es diese Ecke hier? Das Spiel will mich verarschen, ohne Witz. Oh. Das ist echt eine ganz geile Methode, um hier wieder auf die Wände drauf zu kommen. So, ich muss mir das mal merken. Ist es diese Ecke? Wahrscheinlich, oder? So. Es muss doch mal irgendwie eine Möglichkeit geben, das Ding von oben zu erwischen, oder? Von mir aus auch von hier. Ich drücke immer noch die falschen Knöpfe. Ey, ich treffe es die ganze Zeit voll und ich kann das von hier oben nicht, Das ist doch eine Frechheit, oder? Erwartet das Spiel jetzt von mir, dass ich mich da unten reinstelle? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Boah, und die Kamera, ohne Witz. Das ist hundertprozentig auf der anderen Seite.
da ist sie auch. Oh. So, hätten wir das endlich mal erledigt. Okay. Ja, und eigentlich wollte ich hier auch nochmal gucken, weil hier hatte ich auch noch zwei blaue Münzen gesehen. Ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher, was sie bringen. Ich vermute, dass sie natürlich letztendlich auch irgendwie, wenn ich alle blauen Münzen in einem Level gesammelt habe, weil sie auch Gott sei Dank über die Aufgaben hinweg ja machen kann, ich vermute, dass sie auch eine Insignie bringen. Aber um das rauszufinden, muss ich mal ein paar blaue Münzen sammeln. Nein! Können wir das Schwingen sein lassen, Mario? Offensichtlich nicht. So. Kann man hier oben in das Haus rein? Das hat so ein bisschen was irgendwie von so einer Schwarzwälder Kuckucksuhr, wo so Figürchen links und rechts rauskommen. So, wie bin ich denn hier letztens nochmal rauf und drüber gekommen? Einfach mit einem Wandsprung? Hallo. Oh, ey. Warum machst du das mit mir, Mario? So. Ach so, da könnte... Ach so, ich kann, wenn ich auf den Seilen bin, kann ich immer wieder springen. Oder zumindest ein paar Mal. Und er springt immer höher. Vielleicht komme ich ja so mal direkt auf dieses andere Seil da drauf. Und, komme ich das? Jawohl. So. Genau, da oben in dem Turm ist eine blaue Münze drin, die habe ich letztens schon gesehen. Und die ist letztendlich unser Begehr gerade. Boah, man kann nur einmal, wenn ich einmal aufhöre, hier das Jetpack zu benutzen, kann ich es in der Luft nicht nochmal anschmeißen anscheinend. Ach, da ist auch noch eine blaue Münze. Jetzt bitte nicht loslassen, Mario. Ach, danke. So. 7 haben wir, glaube ich. Hatte ich da hinten nicht auch noch eine gesehen? Oh, ne, komm, Mario. Ja, von mir ist auch hier oben dran. Jo, du hältst dich fest. Danke sehr. Genau, da ganz oben hatte ich nämlich auch noch eine gesehen. Oh, hier wäre auch ein Seil gewesen, was man hätte nehmen können. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Nein, jetzt hänge ich wieder unten dran. Okay, was war das? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Move war. Da kann man sich wahrscheinlich eh weit wegschleudern. Und ich habe keine Ahnung, wie ich auch damit hier raufgekommen bin. Ach so, cool. Guck mal, Leute. Wir haben sogar den richtigen Weg hier gefunden. Ich würde aber gerne... Was ist denn mit euch hier los? Ach so, das sind Wasserbomben. Ich verstehe, die muss ich wahrscheinlich auf diese Pflanze da schmeißen. Ich sag mal, Leute. Okay. Kann ich hier mal in Ruhe gucken? Wie man verdammt nochmal da drauf kommen könnte? Ah! Hello, mein Freund. Schmeißt du mich eventuell darauf? Cool, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Nee, ich wollte nicht mit dir sprechen. Jetzt wollte ich tatsächlich... Sino, ich glaube, der Pflanzenmutant schläft dort drüben. Wenn er aufwacht, verwüstet er wieder alles. Können wir ihn nicht, während er schläft, entfernen? Ja, das probiere ich gleich. Wir bräuchten nur etwas, das ihn aufweckt. Ja, Hammer. Aber eigentlich wollte ich dich gerade mal nutzen. Oh. Ob das hoch genug ist? Nö. Ah. Oha. Falscher Sprung. Ach, guck mal, aber diese Gegner hinterlassen manchmal Wasserflaschen.
Auch das könnte irgendwann mal ganz nützlich zu wissen sein. Doch, ich bin hoch genug, oder? Jawohl. Ich war mir gerade nicht ganz sicher. Es ist schon cool, ne? Das macht schon wieder Bock, hier die ganzen Sprungpassagen zu erkunden. Und es gibt schon einige tricky Stellen hier anscheinend. Oh. Und ich bin zu dumm, hier abzuspringen. Ja, Super Mario. Was es hier mit diesem Seilkreiseln auf sich hat, das muss ich mir auch nochmal irgendwie genauer angucken. Aber nicht, wenn ich hier gerade in luftigen Höhen bin. Wow, das war richtig knapp gewesen. Aber egal, wir haben die nächste blaue Münze. Acht blaue Münzen. Ich glaube, es wurde mir auch schon gesagt, wenn ich 10 oder so habe, muss ich irgendwie auf Isla Delfino, glaube ich, irgendwo hin. Ich weiß nicht so ganz genau, wo. So, wann gebt ihr mir Wasser? Wenn ich auf euch drauf springe? Oder wie hatte ich das zu verstehen? Es macht so ein bisschen so den Eindruck. Ich will es nochmal testen. Ist das jedes Mal so? Nein, auch nicht jedes Mal. Wahrscheinlich nur, wenn mein Wasservorrat auch entsprechend knapp ist. So, könnt ihr mich jetzt vielleicht einfach mal in Ruhe lassen? So, ey Leute, ohne Witz. Ist auch geil, dass da einfach ein Fragezeichen erscheint. Ach so, er spritzt. Man kann das auch so einfach spritzen mit so einem Rückwärtssprung. Da macht das auch. Das ist vom Timing her ein bisschen einfacher. So, wie kriegen wir das jetzt hier hin? Ah, so. Jetzt müsste man nur noch mal treffen wahrscheinlich. Oh Gott. Eigentlich wollte ich ja mehr auf diesen kleinen Gegner da mal springen. Boah. Ich hatte übrigens ja beim letzten Mal gedacht, dass der Stern, die Insignie in dieser Höhle, der erste war, den ich in der Folge bekommen hätte. Aber ich hatte den Endboss auch in der Folge gemacht. Hm. So geht's schon mal nicht so richtig gut. Oh, ah, okay, man kann die auch hochwerfen. Aber dass hier die ganze Zeit Gegner spawnen, das nervt mal irgendwie so ein bisschen. Wisst ihr das? Kriegen wir das mal irgendwie in den Griff? Aber die spawnen hier so oder so, ob hier Mokko rumliegt oder nicht, oder? Ach so, okay. Ich muss mit dem anderen Knopf hier was machen, um besser zielen zu können. Boah, viel zu hoch. Auch das ist zu hoch. Ey, das geht mir ja ein bisschen auf den Frack hier, dass die ganze Zeit hier Gegner spawnen. Kann ich den jetzt mal treffen? So, sauber. Ich bin kurz vorm Exitus. Was? Das ist schon zu hoch gewesen? Sag mal. Kann ich hier eigentlich runterspringen? Ne, hier gehe ich drauf. Ja toll, wir starten auch wieder vor die... Ja, ich weiß, wir sollen da zur Piazza Delfino. Da will ich aber noch nicht hin. Mache ich irgendwas falsch mit diesen Wasserbomben? Ha!
Gut, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da wieder raufkomme. Elegant. Die Schwebedüse der Grid GmbH. Ach, guck mal, da ist auch noch eine blaue Münze. Nur, wie kommen wir da dran? Ah ne, so schon mal gar nicht. Ach Gott, ey. Ach nee, man kann tauchen. Nein, ich habe nicht gesichert. Naja, egal. Das war jetzt nicht so schwierig zu bekommen. So. Ey, sag mal. Einmal hier drauf. Ach so, man kommt auch von hier aus direkt da drauf. So. Nein. Ich wollte gerade mal was ausprobieren. Nee. Nee, man kann aus dieser Bewegung raus nicht anfangen zu fliegen mit seinem Jetpack. Okay. Kamera, danke. So, so geht's auch einfacher. Och, komm, Mario. Ach ja, direkt wieder hier oben drauf. So, mal ein bisschen sauber machen hier. Auch wenn ich das Gefühl habe, es bringt nichts. So, besten Dank. Ein bisschen Wasser. So, was hast du mir denn nochmal gesagt? Du hast auch nur gesagt, ich soll den irgendwie aufwecken, ne? Cool, du hast mich gerettet, vielen Dank. Sieh nur, ich glaube, der Pflanzenmutant schläft dort drüben. Wenn er aufwacht, verwüstet er wieder alles. Können wir nicht... Oh, jetzt habe ich doch zu schnell weggedrückt. Können wir ihn nicht, während er schläft, entfernen? Wir bräuchten nur etwas, das ihn aufweckt. Ja, komm, wir probieren es nochmal. So. Oh, wir haben ihn getroffen. Es geht also doch. Er kommt rüber, oder? Ja. Okay, wo will er hin? Ich habe das Gefühl, er steuert schon ein bestimmtes Ziel an, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, er fliegt. Ach so, er fliegt auch noch vor mir weg, ey. Das gibt's nicht. Wow. So. Ja, und jetzt?
Muss ich ihn weiterhin mit Wasserbomben abwerfen? Oder wo will er hin? Oder muss ich ihn ja einfach irgendwie vor mir hertreiben? Na gut, aber ich könnte mir hier nochmal, wenn ich schon mal hier bin. Machen wir hier mal ein bisschen sauber. Und nehmen uns nochmal dieses Ding hier. So, Kollege, wo bist du? Ich sehe dich dank dieser hervorragenden Kameraarbeit nicht so richtig. Oh Mann, Leute. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich mit dem machen muss. Will er wieder zur Windmühle? Ich habe keine Ahnung, was er von mir will. Oder muss ich mir von hier unten so Dinger schnappen? Aber da die Kamera auch so unwahrscheinlich gut ist, ich hab ihn. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Und jetzt? Komm, mach den Mund auf. Okay, irgendwie so muss man es tun. Und das Ganze jetzt auch dreimal oder was? Ich hoffe, er bleibt hier unten. Nein, er bleibt nicht hier unten. Ich habe ihn zufällig mit so einer Wasserbombe getroffen und das muss ich jetzt irgendwie nochmal wiederholen. Scheiße. So, mein Freund. Ey, wenn hier nicht überall diese Gegner spawnen würden. Wenn ich auch jetzt nur im Ansatz wüsste, wo er ist, ne? Weil man nicht nach oben gucken kann. Da hinten fliegt er. Na, falscher Knopf. Okay, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist er einfacher zu treffen, als man denkt, aber ich habe ihn doch gar nicht getroffen. Ist das so zu tun? Ich weiß es nicht. Oh geil, ich habe ihn wieder getroffen. Okay, man muss sich eigentlich nur einfach relativ weit wegstellen. Und dann läuft das schon irgendwie, wenn man einfach großzügig nach oben schießt. Komm, mach mal den Mund auf. So. Ich habe noch 3 Leben, das ist gar nicht mal so viel. Also noch 3, nicht Leben, sondern hier Lebenspunkte quasi. So, jetzt geht er wieder hoch. Okay, das ist gar nicht so einfach hier, muss ich sagen. So, dann holen wir uns mal wieder Sonnendingen hier. Muss ich mal da rausfinden, wo er ist. Da hinten. Weil das hier auch alles so voll gemoddert sein muss, ne? Oh.
Und es macht es nicht besser, dass er hier alles weiter voll moddert. Und da jetzt der nächste Gegner hinter mir kommt. So. Oh nein! Komm, mach den Mund auf! Ja, Wirbelsturm, ich weiß. Ist eine ganz tolle Sache. Wow, warum war man denn jetzt noch eine große Runde gedreht? Komm. Nee, Mund aufmachen ist nicht so seins. Eieiei. Ist mir scheißegal, wenn ich jetzt Schaden nehme. Ach scheiße, es hat nicht gereicht. Oh Mann. Boah, Leute. Das Ding machen wir auf jeden Fall jetzt noch fertig. Ja. Okay, jetzt weiß ich immerhin, was ich tun muss. Es ist nur tricky, ihn da direkt am Anfang einmal zu erwischen, muss ich sagen. Puh. Naja, wenn das so weitergeht, wird es etwas dauern, alle 120 Insignien zu sammeln. Wie ich es nicht schaffe, hier mal elegant rüber zu springen, irgendwie. So. Danke. Hoppla. Warum auch immer. Obwohl, das reicht auch mit dem Rücken irgendwo zu... Ah, so kann man den Sprung viel einfacher machen. Auch schon mal gut zu wissen. Ah, guck mal, blaue Münze. Oh oh, ob das ausreicht? Ah ja, man kann sich behelfen. 10 Münzen. Cool, dann können wir die beim nächsten Mal abgeben. Und gucken mal, was passiert. Wo stehe ich? Da, wo ich will. So, landen wir jetzt wieder da oben drauf. Wäre nicht so schlecht. Nein, diesmal hat es nicht gepasst. Aber macht nichts. Dann nehmen wir die Stufen hier. Oh, wenn wir nicht runterschlittern. Nein! Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, sein Leben wieder aufzufüllen? Ah, Münzen. Okay, gut zu wissen. So, hier ist ein bisschen Wasser. So, kriegen wir das wohl mal relativ schnell hin? Oh Mann. Oh nein, jetzt war eine andere Wasserbombe davor oder wie? Aber immerhin kommen jetzt gerade keine Gegner anscheinend. Kann ich mich hier auf den Zaun oder so mal stellen? So. Wenn sie jetzt, wäre mein Plan, wenn sie hier vorbeifliegt, sie schon einmal zu erwischen. Ja, das sieht doch ganz gut. Ey. Na gut, dann halt nicht. Dann machen wir es doch komplett unten. Boah, aber ich brauche hier mal ein bisschen... Oh, Münzen. Okay, diese Pflanzen bringen Münzen.
Das ist auch schon mal nicht das Schlechteste, um sich ein bisschen Lebensenergie zu holen. Oh. Aber es bringt nichts, wenn hier einfach zu viel los ist. So. Wo ist sie jetzt? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ah, da. So, jetzt nur nicht die ganze Zeit da. Ach Mann, ey. Komm. Ja klar, in dem Moment, wo sie den Mund aufmacht, stehen natürlich ein paar Gegner hier. Nein! Boah, ich kotz ab. Okay, wenn sie dann einmal hier hingerotzt hat, dann ist auch vorbei mit lustig. So, das geht eigentlich schon, ne? Oh, wow. Ey. Okay, ich darf auch nicht zu nah dran stehen, dann werde ich direkt weggeschleudert von ihr. Ja, jetzt kommen da schon wieder Gegner angeschlichen. So. Nummer 1. So, ein bisschen Wasser wäre nicht schlecht. Das könnte ich mir aber zur Not auch im Fluss holen. Und war hier noch irgendwo nicht so eine Pflanze, wo man sich mal zur Not auch ein bisschen Leben holen kann? Ja. Sehr gut. Dann macht das Piepen schon mal nicht so nervös. Okay, voll vorbeigeschossen. Und ich glaube, jetzt fliegt sie schon wieder sonst wohin. Oder? Nee, sie ist immer noch da. So. Nein. Nein. Oh, das sieht gut aus. Lasst mich einfach in Ruhe, ihr Kackteile. So. Oh Mann, ich bin guter Dinge, dass wir es jetzt gleich haben. So, nochmal einmal so einen Ballon hier. Jetzt muss ich nochmal rausfinden, wo sie ist. Sieht man den Schatten irgendwo auf dem Boden? Nein, ich sehe nichts. Ah, okay. Sie schießt was auf mich, dann kann sie nicht so weit sein. Frage ist nur, wo genau?
Aber ich glaube, sie geht schon wieder weiter und hier ist auch alles viel zu voll geschleimt. Aber ich habe sie immer noch nicht wiedergefunden. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ey, sag mal, was ist das für eine Kamera? Und ich kann jetzt auch... Ach da. Okay. So. Mal alles sauber machen hier. Es kann ja nicht angehen, dass mir jetzt hier die ganze Zeit die Gülle entgegenkommt. Oh Leute, ich glaube, ich hab's. War das eine schwierige Geburt. Okay, wir haben in dieser Folge ein paar blaue Münzen gesammelt. Und diese eine Insignie, die jetzt hoffentlich da rauskommt. Ich wollte gerade sagen, warum kommt da nichts? Halleluja. Bravissimo. Ja, das war wirklich bravissimo. Wow. Wenn das schon ein Vorgeschmack ist auf den Schwierigkeitsgrad insgesamt, dann wird das noch sehr lustig werden. Gut, aber dann ist es auch an dieser Stelle schon Zeit, die Folge zu beenden. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.